Ich spüre, dass dies die gefährlichste Phase in meinem Leben ist. Er plant einen Unfall mit meinem Auto. Bremsversagen und eine schwere Kopfverletzung, um den Weg freizumachen. Im Oktober 1996 sagte Prinzessin Diana in einem Brief an ihren Butler Paul Burrell ihren eigenen Tod voraus. Vor 2 Wochen hat er diesen Brief veröffentlicht. Der Name der Person, von der Diana glaubte, dass sie ihre Ermordung plante, war unkenntlich gemacht. Das Problem, das das Establishment hat, ist, dass sie die Untersuchung verhindern. In diesem Land gab es noch keine offiziellen Ermittlungen, was mit Diana passiert ist. So entstanden automatisch Verschwörungstheorien in den letzten 6 Jahren. Und dieser Brief unterstützt die Vermutung, dass mehr dahinter steckte und eine offizielle Untersuchung nötig ist. Es gab eine offizielle Untersuchung der französischen Behörden zum Tod von Diana und Dodi Al-Fayed, eine Untersuchung, die viele Lücken hatte. Aber auch 6 Jahre danach gab es noch keine Ermittlungen in England. Laut Gesetz müssen Untersuchungen eingeleitet werden, wenn eine Leiche für die Beerdigung zurückgebracht wird. Und das geschah am 31. August 1997. Das Gesetz sagt, die Untersuchung muss so schnell wie möglich durchgeführt werden. Das Tatler ist das Magazin für die Reichen und Schönen. Es steht dem Establishment nahe, aber sein Herausgeber führt nun eine Kampagne an, die eine Untersuchung fordert. Warum stand der wohl weltweit bekanntesten Frau, womöglich des 20. Jahrhunderts, eine solche Untersuchung nicht zu, obwohl sie unter so mysteriösen Umständen gestorben ist? Es ist nicht etwas, was man aus Höflichkeit macht oder was mit der Abstammung zu tun hat. Es ist eine gesetzliche Verpflichtung. Am 31. August 1997, 20 Minuten nach Mitternacht, verließen Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed das Hotel Ritz im Zentrum von Paris. Von den 4 Personen in ihrem Mercedes überlebte nur der Leibwächter, Trevor Rees-Jones. 2 Stunden nach dem Vorfall verhaftete die französische Polizei 7 Paparazzi wegen Totschlags. Ihre Verfolgungsjagd soll die Todesfälle verursacht haben. 30 Stunden später änderten die französischen Behörden ihre Meinung komplett. Der Fahrer sei schuld. Henri Pohl sei betrunken gewesen und hätte Medikamente genommen. Nach einer Untersuchung der französischen Regierung im Jahr 1999 bleibt das die offizielle Ursache für den Unfall und den Tod von Diana, Dodi und ihrem Fahrer. Aber nun wissen wir, dass die offizielle Version nicht wahr ist. Der Ermittlungsrichter und die Staatsanwaltschaft wollten den Prozess beenden, weil der Druck zu groß war. Niemand würde die Wahrheit herausfinden, also musste er eingestellt werden. Und das wurde er. Und natürlich ist nicht alles aufgeklärt worden. Wir durften uns die 27 Bände des vertraulichen Beweismaterials der französischen Untersuchungskommission anschauen. Keines dieser Dokumente wurde bisher veröffentlicht. Die Akten werfen beunruhigende Fragen über die Untersuchung auf. Warum wurde die Unfallstelle innerhalb von 4 Stunden nach dem Unfall gesäubert und freigegeben, wodurch wertvolle forensische Beweise vernichtet wurden? Warum wurde die Untersuchung der Verkehrspolizei nicht in den offiziellen Untersuchungsbericht aufgenommen? Warum wurde der erste Zeuge am Unfallort von der Polizei ignoriert und zum Schweigen gebracht? Warum war die an Henri Pohl durchgeführte Autopsie so eklatant ungenau? Und warum wurden die Verbindungen zum Geheimdienst, sowohl von Henri Pohl als auch eines anderen wichtigen Zeugen, nie richtig untersucht? Eine unserer Entdeckungen ist dieses Foto des Mercedes und seiner Insassen, das nur wenige Sekunden vor dem Unfall aufgenommen wurde. Diese und viele andere Fragen wurden nie richtig verfolgt, geschweige denn beantwortet. Und das scheint kein Zufall zu sein. Im Juli 1997 verbrachte Prinzessin Diana mit ihren Kindern 2 Wochen in Saint-Tropez als Gast der Al-Fayeds.
Sie war eine freie Frau, gerade geschieden, und sie hatte eine 2-jährige Affäre hinter sich. Drei Wochen später kehrte Diana ohne ihre Kinder zurück, um sich der Familie Al-Fayed auf deren neuer 20-Millionen-Dollar-Yacht, der Jonacle, anzuschließen. Während der Schiffsreise machte Diana ihre neue Romanze mit Dodi Al-Fayed öffentlich. Das Paar sorgte für große Schlagzeilen. Prinzessin Diana schwankte dabei zwischen dem Posieren für Fotos und dem Wunsch nach Privatsphäre. Am Samstag, dem 30. August, flogen Diana, Dodi und ihr Leibwächter Trevor Rees-Jones mit einem Privatflugzeug von Sardinien aus, wo die Jonacle vor Anker lag. Sie waren auf dem Weg nach Paris und wurden von den Paparazzi erwartet, unter ihnen Fabrice Chasseret, dessen Fotos Geschichte schrieben. Man kann sehen, wie Trevor und Cass Wingfield aus dem Flugzeug steigen. Das erste Mal, dass sich die vier Personen trafen, die in dem totgeweihten Mercedes fahren sollten. In dem Moment waren wir bei den Zollbeamten. Hier können Sie Henri Paul sehen. Dodi war eng mit Henri Paul, dem stellvertretenden Sicherheitschef des Ritz, befreundet. Er ist eine der Schlüsselfiguren der Nacht und ein Mann mit einer komplizierten Vergangenheit. Henri Paul war der stellvertretende Sicherheitschef im Ritz-Hotel und wurde in letzter Minute zum Chauffeur dieser Nacht ernannt. Er war ein langjähriger Agent des MI6, ein Agent, der dem MI6 gegen Geld Informationen über die Vorgänge im Ritz-Hotel lieferte. Er arbeitete für den MI6 seit, nun ja, ich habe seine Akte zum ersten Mal 1992 gesehen. Und soweit ich weiß, hatte er schon einige Jahre davor für den MI6 gearbeitet. Die Verbindung zum Geheimdienst wurde von Henri Pauls bestem Freund, Claude Garec, bestätigt. Ich wusste immer, dass er Kontakte zu Geheimdiensten hatte, aber im Rahmen seiner Arbeit, nicht im Zusammenhang mit Verrat oder Operationen auf eigene Rechnung. Das stimmt nicht. Die Tatsache, dass er diesen Job im Hotel hatte, das brachte ihm die Kontakte zu britischen Geheimdiensten und anderen, israelischen und so weiter. Das Ritz hat Gäste aus aller Welt. Die Untersuchung stand vor einer politisch heiklen Frage, nämlich der Frage, wie viel von Henri Pauls Vergangenheit enthüllt werden konnte. Und das war nicht die einzige schwierige Entscheidung. Henri Paul begleitete das Paar zur Villa Windsor in Paris, dem Anwesen, in dem Edward VIII. Mit seiner Frau gelebt hatte. Und das nun die Familie Al-Fayed gekauft hat. Sie war sich bewusst, dass sie eine potenzielle Herzogin von Windsor war. Und sie war eine Art schwarzes Schaf, was man sehr genau beobachten würde. Es gefiel ihr und sie genoss es, wie sehr die Affäre mit Dodi alle im Buckingham-Palast verärgerte. Und so war es auch. Ein wenig Spaß an Vergeltung lag in ihrer Natur. Sie fuhren zu Dodis Wohnung, in der Rue de Seine 1, in der Nähe des Étoile. Dodi hatte einen Tisch in einem eleganten Pariser Restaurant reserviert. Aber um 21:45 sagte er ab, weil zu viele Menschen vor der Tür waren. Also kehrten Diana und Dodi ins Ritz zurück, das große Hotel von Dodis Vater Mohammed Al-Fayed. Das Paar aß im Restaurant. Sie hatte Seezunge, er Steinbutt. Und dann gingen sie in die 10.000 Dollar teure Suite Imperial. Zu den früheren Bewohnern gehörten Hermann Göring,
Winston Churchill und Woody Allen. Henri Pohl machte um 19 Uhr Feierabend. 2 Stunden später wurde er gebeten, ins Ritz zurückzukehren. Henri Pohls oberster Chef im Ritz ist auch der Besitzer von Harrods in London. Mohammed Al-Fayed treiben die Geschehnisse jener Nacht immer noch um. Dodi hatte mich angerufen. Es war gegen 0 Uhr. Er sagte nur, ich fahre jetzt in die Wohnung und da sind eine Menge Paparazzi. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Der Place Vendôme ist voller Menschen. Ich sagte ihm, bitte, es ist so gefährlich, bleib einfach im Hotel. Du musst nicht rausgehen. Und er sagte, ich denke, du hast recht. Nachdem Dodi mir versichert hatte, dass er nicht gehen wird, ist Henri Pohl um Mitternacht zu ihm gegangen und hat ihn überzeugt. Er sagte, kein Problem, wir gehen durch den Hintereingang. Alles ist in Ordnung. Ich kenne den Weg und alles ist vorbereitet. Und Dodi hat seine Meinung geändert. Dodi folgte ihm, weil er versicherte, dass sie in der Wohnung Champagner haben und eine Party feiern können. Henri Pohl, ein Teilzeitmitarbeiter des MI6, hilft Dodi bei der Ausarbeitung eines Plans, um die Paparazzi zu überlisten. Dieses Amateurvideo ist die einzige Aufzeichnung dessen, was sich vor dem Ritz abspielte. Touristen und Paparazzi warten auf das berühmte Paar. Henri Pohl teilt der Menge mit, dass das Paar bald in diesem Mercedes abreisen wird. 5 Minuten später hält ein zweiter Mercedes vor der Hintertür des Ritz. Henri Pohl, Prinzessin Diana, Dodi und Trevor Rees-Jones steigen ein. Pohl setzt sich ans Steuer. Währenddessen steigen die Leute vor dem Ritz in ihre Autos, weil sie merken, dass sie reingelegt worden sind. Die Verwendung von 2 Mercedes ist zwar nicht gerade typisch für James Bond, aber das Auto von Diana und Dodi hatte dadurch einen Vorsprung. Der schnellste Weg vom Ritz zu Dodis Wohnung führte über die Champs-Élysées. Aber am Place de la Concorde bog der Wagen nach links statt nach rechts ab. Er raste dann am Ufer der Seine entlang und entfernte sich so von Dodis Wohnung. Aber die französischen Ermittler fragten nie, warum sie diese Route nahmen. Es ist ein Rätsel, warum sie dort waren, wo sie waren. Denn es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, zu der Wohnung zu gelangen. Sie lag am oberen Ende der Champs-Élysées, ohne über die Champs-Élysées zu fahren. Wo sie langfuhren, ist unerklärlich. Unser Einblick in die Akten zeigt, dass die meisten Zeugen den eigentlichen Unfall nicht gesehen haben, weil sie sich entweder am Eingang oder am Ausgang des Tunnels befanden. Es ist erstaunlich, dass ein wichtiger Zeuge, der sich hinter dem Mercedes befand, von den Ermittlungen ignoriert wurde. Sein Name ist Eric Petel. Ich fuhr die Kurve hinunter und sah die Scheinwerfer blinken. Das Auto fuhr ziemlich schnell und dann hörte ich eine Implosion. Ich dachte, mein Auspuff sei das Problem, als ich das hörte. Petel war nicht die einzige Person, die ein seltsames Geräusch hörte. Es gibt einen Mann namens Clive, der auf der Brücke über dem Almatunnel war. Er war auch Chauffeur und sein Auto war geparkt. Und er wartete darauf, dass die Leute aus dem Restaurant oder Kino kamen. Er rauchte eine Zigarette auf der Brücke über dem Almatunnel und er hörte dieses Auto, das auf ihn zukam. Und er hörte ein sehr lautes Geräusch. Seine Schlussfolgerung war, dass die Person, die dieses Auto fuhr, den Gang rausgenommen hatte und dann das Gaspedal betätigte. Es war das Geräusch eines Rennmotors, der keinen Gang drin hat. So hat er es beschrieben. Da ich mein Motorrad gerade erst gekauft hatte, dachte ich, dass es dieses Geräusch macht. Ich wurde also langsamer und schaute nach, ob etwas komisch aussieht. Und genau in diesem Moment hörte ich einen lauten Knall. Das war das Auto, das gegen den Pfeiler krachte.
Henri Pohl und Dodi Al-Fayed waren fast sofort tot. Ich eilte zu der Person auf dem Rücksitz. Sie war gegen die Rückenlehne des Beifahrersitzes gefallen und lag über den Vordersitz gebeugt. Ich habe sie nach hinten gezogen. In dem Moment fiel ihr Kopf nach hinten. Ich konnte sehen, dass Blut aus ihrem Ohr und ihrer Nase kam. Und ich dachte, das ist komisch, ich kenne diese Person. Petel ging zu dieser Telefonzelle und wählte den Notruf. Dann ging er zur nächsten Polizeistation. Er war schwer geschockt. Ich habe ein paar Akten auf den Boden geworfen und es kamen mehr Polizisten, um mich zu beruhigen. Je mehr sie versuchten, mich zu beruhigen, desto wütender wurde ich. Ich sagte, tu doch was. Und sie taten etwas. Sie legten mir Handschellen an. Und sie holten einen Polizisten, der sich um mich kümmern sollte. Prinzessin Diana wurde sehr schwer verletzt, als sie gegen die Rückenlehne des Sitzes von Travarese Jones prallte. Aber sie war nicht eingeklemmt. Im Blitzlicht erkennt man den ganzen Schaden. Um 20 vor 1 wurde der Pariser Polizeipräsident Philippe Massonnier über den Unfall informiert. Er weckte seinen Chef, den Innenminister, und machte sich auf den Weg zum Tunnel. Prinzessin Diana wurde herausgehoben und in einen der drei Krankenwagen gebracht, die um 0.40 Uhr eingetroffen waren. Um 2 Uhr morgens machten sich der Polizeichef Massonnier und der französische Innenminister Sorgen, weil der Krankenwagen mit der Prinzessin immer noch nicht im Krankenhaus angekommen war. Der Krankenwagen blieb sogar zweimal stehen, zuerst einen Kilometer vor dem Tunnel und dann auf der Brücke nur 300 Meter vor dem Krankenhaus. Die französische Presse erfuhr, dass der Grund dafür der niedrige Blutdruck von Diana war. Diana brauchte über 1 Stunde und 10 Minuten, um das Krankenhaus zu erreichen, eine Entfernung von knapp 5 Kilometern. Bei der Untersuchung wurde nie die beunruhigende Frage gestellt, war diese Verzögerung ein Grund für Dianas Tod? Heute Nacht wurde die Prinzessin von Wales Opfer eines Autounfalls. Der Pariser Rettungsdienst war vor Ort und versuchte sofort, sie wiederzubeleben. Aber als sie hier ankam, hatte sie sehr starke Blutungen im Brustkorb. Und dann blieb ihr Herz stehen. Eine Thorakotomie ergab, dass ihre linke Lungenvene gerissen war. Obwohl wir die Wunde verschlossen und sie 2 Stunden lang eine interne und externe Herzmassage erhielt, konnten wir den Kreislauf nicht wiederherstellen. Und wir mussten um 4 Uhr morgens ihren Tod feststellen. Kurz darauf wurden die Paparazzi verhaftet und zu den Schuldigen erklärt. Während die Paparazzi verhaftet wurden, nahm die Polizei keine Notiz von dem, was Petel sagte. Er hatte keine Paparazzi um sich herum oder um den Mercedes herum gesehen. Aber er war überrascht, als er in Handschellen in einen Lieferwagen verfrachtet und zum Pariser Polizeipräsidium gebracht wurde. Dann sagte ein sehr ranghoher Beamter, dessen Namen ich nicht nennen möchte, dass es das Beste wäre, wenn ich mich nicht zu erkennen gäbe. Das fühlte sich sehr nach einer Drohung an. Ich wusste damals nicht, wer es war. Petel hat uns genug erzählt, um den Beamten als Polizeichef Massonnier zu identifizieren. Wir haben Massonnier nach einer Stellungnahme gefragt, doch er hat nie geantwortet. Sie sagten mir, dass der Unfall so nicht hätte passieren können. Sie sagten, dass es so nicht hätte passieren können? Ja. Was Sie genau meinten, haben Sie nicht gesagt. Als Sie das sagten, haben Sie da angedeutet, wie es passiert ist?
Nein, es war, als wäre ich nicht da gewesen, als hätte ich nichts gesehen. In dieser Nacht informierte die Polizei die Presse, dass Patel lügt. Der Chefreporter von Paris Match hörte die Geschichte 3 Tage später von Patels Anwalt. 3 oder 4 Tage danach hatte ich ein langes Gespräch mit ihm, das 2 Stunden dauerte. Ich hätte in dieser Sache viel aktiver sein können, aber ich war misstrauisch. Ich weiß nicht warum. Die offensichtlichsten Dinge erscheinen mir immer ein wenig beunruhigend. Das ist wahr, das muss man sagen. Was ich über Patel weiß? Ich weiß, dass Patel auf diese Polizeiwache ging und von der Mordkommission verhört wurde. Und ich weiß von wem. Ich weiß genau von wem. Durch die Unterdrückung von Patels Beweisen konnten die Franzosen den Fotografen die Schuld geben. Seit Anfang September bat Patels Anwalt die Ermittler, seinen Mandanten zu vernehmen. Erst 7 Monate später stimmte man dem zu. Dann fragte der Untersuchungsausschuss, warum Patels Aussage verschwunden war. Wenn er bei der Polizei war, sollte es eine Aufzeichnung seiner Aussage geben und wir hätten sie sehen müssen. Aber sie wurde nie vorgelegt. Wie kommen Sie darauf? Ich bin sehr erstaunt, denn ich habe aus verschiedenen Gründen immer geglaubt, dass Patel die Wahrheit gesagt hat, sodass ich nicht verstehe, warum seine Aussage ignoriert wurde. Die Polizei behauptete, erstens sei Patel ein Lügner und zweitens, er habe sich nicht deutlich genug ausgedrückt. Ja, es gab einen Notruf, wie Patel behauptete, aber der Anrufer behauptete, er habe von der Armand-Massot und nicht von der Alma-Massot angerufen. Einen Ort wie Armand-Massot gibt es nicht. Der Sicherheitschef von Harrods hat 26 Jahre lang bei Scotland Yard gearbeitet. Ich war besorgt, als ich erfahren habe, dass die Leibwächter beschlossen hatten, kein zusätzliches Schutzfahrzeug einzusetzen, was gegen alle unsere Regeln verstieß. Das hat mich sehr überrascht. Ich war auch sehr überrascht, als ich vor allem aus dem Fernsehen erfuhr, dass die französische Polizei den Tunnel nicht abgesperrt hatte, um Beweismittel zu sichern. Ob es sich nun um einen Verkehrsunfall handelte oder nicht, etwas von diesem Ausmaß, in das Diana, die Prinzessin von Wales, verwickelt war, der Schauplatz hätte gesichert werden müssen. Diese außergewöhnlichen Bilder stammen aus jener Nacht. Um 7 Uhr morgens ging ich in den Tunnel, in den Alma-Tunnel. Ich wollte mir die Situation ansehen. Ich war sicher, dass er abgesperrt sein würde. Aber er war offen. Ich war sehr erstaunt. Es ging um Diana. Sie war tot. Das war eine große Sache. Ich war sicher, die Polizei würde den Tunnel für mehrere Tage schließen. Aber um 7 Uhr morgens war er komplett offen. Kurz vor der Morgendämmerung versprühten die grünen Reinigungsfahrzeuge, die Straßenfegen, industrielle Lösungsmittel im Tunnel. Nicht gerade die beste Art, forensische Beweise zu sichern. War es eine Säuberungsaktion oder eine Vertuschungsaktion? Der ganze Diana-Faktor alarmierte das Establishment. Sie hatte dieses immense Mitgefühl, das auf großen Kummer aufmerksam machte und vom eigentlichen Ziel der königlichen Familie ablenkte. Und plötzlich konnte eine solche Untersuchung unbequeme Fragen aufwerfen. Die berühmteste Frau der Welt war tot.
Als Dianas Leiche nach Großbritannien zurückgebracht wurde, erwartete jeder hier eine gründliche offizielle Untersuchung. Doch in Frankreich gibt es keine öffentlichen Untersuchungen. Die Regierung beauftragte einen Richter mittleren Ranges, Hervé Stephan, mit der Untersuchung der Todesursache. Er arbeitete nach Regeln, die sich seit Napoleon nicht wesentlich geändert haben. Zunächst einmal gibt es in Frankreich das sogenannte Untersuchungsgeheimnis. Das bedeutet, dass außer dem Untersuchungsrichter nur die Anwälte und der Staatsanwalt Zugang zur Anklage haben. Niemand hat Zugang zu den Akten. Niemand hat Zugang zu den Beweisen. So dass die Medien nichts wissen, die Öffentlichkeit nichts weiß und niemand überprüfen kann, was in den Akten steht. Sie haben dort das inquisitorische System, bei dem ein Beamter des Staates die Ermittlungen mit Hilfe der Polizei durchführt. Und natürlich werden alle Beamten des Staates vom Staat bezahlt und sind dem Staat verpflichtet. Man ist unter diesen Umständen skeptisch, ob es einen Einfluss von oben geben kann oder nicht. Die von der französischen Verkehrspolizei durchgeführte Standardunfalluntersuchung wurde nie veröffentlicht und ist nicht Teil des offiziellen Berichts. Aber Patrick Chauvel, ein bekannter französischer Fotograf, hat ausführlich mit der Verkehrspolizei gesprochen, die den Unfall untersucht hat. Sie haben natürlich ihre eigenen Ermittlungen durchgeführt, aber dann wurden sie unter Druck gesetzt und aufgefordert, sich zurückzuhalten. Darüber waren sie nicht sehr glücklich, denn sie haben ihre eigenen Ermittlungen geführt und das ist ihre Aufgabe. Und wer wird schon gern unter Druck gesetzt, wenn man nur seine Arbeit ehrlich verrichten will? 36 Stunden nach dem Unfall änderten die französischen Behörden ihre Meinung. Schuld waren nicht die Paparazzi, sondern es war ein Unfall unter Alkoholeinfluss. Eine Erklärung, an der sie immer noch festhalten. Guten Abend. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat heute bekannt gegeben, dass der Fahrer des Wagens, in dem Prinzessin Diana tödlich verletzt wurde, einen illegalen Blutalkoholspiegel hatte. Er soll mehr als dreimal über dem Grenzwert in Frankreich und mehr als zweimal über dem britischen Grenzwert gelegen haben. Auch die Geschwindigkeit des Autos bei dem Unfall wurde veröffentlicht. Die Polizei sagt, dass der Tacho bei mehr als 120 km/h eingefroren war. Es waren gerade mal 24 Stunden nach dem Unfall vergangen, als bekannt gegeben wurde, dass ein sturzbetrunkener Fahrer, der 192 Kilometer pro Stunde gefahren ist, die Unfallursache war. Das waren falsche Behauptungen und wir wissen, dass sie auch heute noch falsch sind. Einer der Gründe, warum wir das wissen, ist, dass die Behauptung über die Trunkenheit am Steuer veröffentlicht wurde, bevor Henri Pauls Leiche überhaupt vollständig untersucht worden war. Es konnte noch kein Analysebericht vorliegen. Und dennoch wurde bekannt gegeben, dass er sehr betrunken war. Sie sagten auch, dass der Tacho des Autos bei 192 km/h stehen geblieben sei, was von Mercedes selbst sofort widerlegt wurde. Denn die sagten, dass der Tacho des Autos beim Aufprall auf Null zurückgeht. Das mussten sie einräumen. Aus den Akten geht hervor, dass bei der Untersuchung versucht wurde, die Geschwindigkeit des Wagens zu ermitteln. Mercedes wurde für die Durchführung von Crashtests bezahlt, aber ihre Experten durften das Fahrzeug nie inspizieren. Was jedoch nicht in den Akten steht, ist ein anderes Bild, das eine schnelle und klare Antwort auf die Geschwindigkeit hätte geben können, wie Chauvel von der Verkehrspolizei erfuhr. Dieser Beamte war sauer wegen dem Druck und sagte, ich zeige Ihnen etwas. Und wenn es schlecht läuft, vergesse ich das Foto vielleicht in meinem Büro und Sie können es mitnehmen. Es war ein Foto, das von einer Radarkamera mit Blitzlicht am Eingang dieses Tunnels gemacht wurde. Es ist eines dieser Blitzlichtbilder, wenn man mit mehr als der vorgeschriebenen Geschwindigkeit von 60 km/h fährt. Der Blitz ist also ein Frontalblitz, sodass man die Leute im Auto sehen kann. Man kann sie erkennen. Und auf dem Foto kann man absolut jeden im Auto erkennen.
Und es stehen die Geschwindigkeit und das Datum drauf. Wie wirkten die Leute in dem Auto? Nun, der Fahrer wirkte normal, soweit ich das sagen kann. Ich meine, ich kannte ihn vorher nicht. Der Typ auf der rechten Seite sieht angespannt aus. Er scheint ein bisschen Angst zu haben, vielleicht weil das Auto zu schnell fuhr. Und die Leute hinten lachen und haben Spaß. Wir haben Chauvel gefragt, warum dieses Foto nie veröffentlicht wurde. Als sie ihr erstes Statement gegenüber der Presse abgaben, war die offizielle Aussage, dass der Blitz zu diesem Zeitpunkt nicht funktionierte. Aber dann fand jemand heraus, dass ein Mann, der 5 oder 10 Minuten vorher in seinem Auto dort langfuhr, 15 Tage später einen Bußgeldbescheid bekam. Aus den Akten geht hervor, dass das Auto mit einer Geschwindigkeit von etwa 105 km/h verunglückte. Das wurde jedoch nie veröffentlicht. 2 Tage nach dem Unfall betonte die französische Polizei die Geschwindigkeit des Wagens und wie betrunken der Fahrer war. Aber die Beweise dafür sind dürftig. Diese vergrößerten Bilder stammen aus den Überwachungskameras des Ritz. Sie zeigen, dass Oripol 30 Minuten vor dem Unfall in die Hocke geht und seine Schnürsenkel zubindet. Er verlagert sein Gewicht problemlos von der linken auf die rechte Seite und steht wieder auf, ohne zu stolpern oder zu wackeln. Paul war die 2 Stunden, bevor er vom Ritz losfuhr, mit Trevor Rees-Jones zusammen. Hatte Trevor Rees-Jones den Eindruck, dass Henri Paul betrunken war? Nein, überhaupt nicht. Wenn man in irgendeiner Form den Verdacht gehabt hätte, dass er betrunken ist, wäre ihm niemals erlaubt worden, ein Auto zu fahren. Das war ein wesentlicher Teil seiner Arbeit, die Sicherheit des Paares zu gewährleisten. Die Autopsie von Henri Paul wurde am Tag des Unfalls von Professor Dominique Lecomte und Dr. Gilbert Pepin durchgeführt. Sie kamen zu dem Schluss, dass Henri Pauls Blut 1,74 Milligramm Alkohol enthielt, das Doppelte der gesetzlichen Höchstmenge in Großbritannien. Er soll auch Medikamente genommen haben und einen Kohlenmonoxidgehalt von 20,7%. Das ist seltsam, denn ein so hoher Wert führt zu unberechenbarem Verhalten. Unmöglich. Bei einem Gehalt von mehr als 20% Kohlenmonoxid kann man nicht mehr Auto fahren. Man kann nicht mal mehr gerade stehen. Man erbricht und bekommt starke Kopfschmerzen. Die Leute hätten gesehen, dass sein Verhalten völlig abnormal war. Und die Bodyguards hätten ihn daran gehindert, sich ans Steuer zu setzen. Das Erste, was wir wollten, war eine unabhängige Obduktion. Und die wurde verweigert, ohne Grund. Sie wollten keinen Grund nennen, warum wir keine bekommen. Dann baten wir um eine unabhängige Analyse der Leichenproben, was auch abgelehnt wurde. Wir fragten, ob wir bei einer späteren Untersuchung von Henri Pauls Leiche anwesend sein dürften, was ebenfalls abgelehnt wurde. All diese Dinge wurden ohne Grund abgelehnt. Die Polizei bekam einen Durchsuchungsbefehl für Henri Pauls Wohnung. Sein Freund Garek hatte die Schlüssel und sah zu. Ich hatte den Eindruck, dass die Untersuchung der Polizei zu sehr auf den Alkohol fokussiert war. Sie sagten, es gab eine Flasche Martini im Kühlschrank, obwohl es keine gab. Also sagten sie, es gab eine Flasche Ricard. Aber seine Bar war ganz normal ausgestattet. Meine Bar sieht genauso aus. Sie sagen, die Suche war zielgerichtet? Ja, denn es wurde nie erwähnt, dass er 240 Dosen Coca-Cola Light hatte. Was sein Lieblingsgetränk war. Warum wird das nicht erwähnt in dem Bericht? Sie ignorieren, dass er 240 Dosen hatte. Wenn man den Alkohol hervorhebt und die alkoholfreien Getränke ignoriert, dann zeichnet das ein verzerrtes Bild. Hat man nach Medikamenten gesucht? Natürlich. Aber sie haben keine gefunden. Der Familie Pohl wurde der Zugang zu dem Material in diesen Flaschen, den Blut- und Urinproben ihres Sohnes, verweigert.
Mit der Unterstützung von Al-Fayed holten sie vier der besten Pathologen Europas, um den Obduktionsbericht zu prüfen. Sie sezierten die Autopsie und listeten 28 kritische Fehler auf, die das Verfahren unzuverlässig machten. Dazu gehören: Die Autopsie war nicht zeitlich festgehalten. Es wurde nicht genau beschrieben, wie die Leiche identifiziert wurde. Es wurde keine Erklärung für die 20,7% Kohlenmonoxid gegeben. Die endgültigen Schlussfolgerungen der vier Pathologen waren vernichtend. Die Ergebnisse des Kohlenmonoxids im Blut sind ebenso unerklärlich wie die Haltung von Dr. Pepin und Professor Lecomte, die weiterhin Argumente vorbringen, die keine Stringenz und keinen wissenschaftlichen Wert haben, um ihre Ergebnisse zu rechtfertigen. Die Hypothese, dass es sich um eine Verwechslung der Proben handelt, muss ernsthaft in Betracht gezogen werden. 22 weitere Leichen befanden sich in jener Nacht im Leichenschauhaus. Die Familie Pohl, unterstützt von Al-Fayed, verklagte den Staat, um die Proben ihres Sohnes zu erhalten. Sie wollten einen DNA-Test durchführen, um zu überprüfen, ob es sich wirklich um sein Blut handelte. Der französische Generalstaatsanwalt übernahm den Fall, doch bisher hatte die Familie keinen Erfolg. Der Richter sagte unter vier Augen, dass das Blut das große Geheimnis des Falls sei. Aber er untersuchte es nicht weiter. Dass er auch die Geheimdienstverbindungen von Oripol nicht untersuchte, überraschte Richard Tomlinson. Ich war verwundert, denn ich dachte, er würde die Akten bis ins kleinste Detail durchgehen. Aber das war nicht der Fall. Selbst ich hätte ihm sagen können, um welche Akten es geht. Er hätte die Möglichkeit gehabt. Und wenn die britische Regierung fragt, dann hätte er Zugang zu den Akten bekommen können. Wenn er genügend Druck auf den MI6 ausgeübt hätte, dann hätte er das machen können. Dies war nur eine von mehreren Ermittlungslinien, die die Franzosen nicht weiter verfolgen wollten. Für Mohammed Al-Fayed war es eine persönliche Tragödie, aber es hätte auch zu einem geschäftlichen Problem werden können. Die Anwälte von Trevor Rees-Jones wollten, dass bei der Untersuchung geprüft wird, ob das Ritz und die Firma, der die Mercedes-Limousine gehörte, fahrlässig gehandelt haben könnten. Der Mercedes war 3 Monate zuvor gestohlen und seine Elektronik herausgerissen worden. War er ordnungsgemäß repariert worden? Wir haben versucht, die Ermittlungen in eine andere Richtung zu lenken, vor allem in Richtung der Limousine und des Ritz. Aber zu dem Zeitpunkt wollte der Ermittlungsrichter und die Staatsanwaltschaft den Prozess beenden, weil der Druck zu groß war. Niemand würde die Wahrheit herausfinden, also musste er eingestellt werden. Und das wurde er. Und natürlich ist nicht alles aufgeklärt worden. 27 Akten voller Fakten, Spekulationen und Beweise geben weitere Rätsel auf. Dodi hatte in jener Nacht sein Mobiltelefon bei sich. Und als die Polizei alle Besitztümer der Opfer registrierte, stellte sie erstaunlicherweise fest, dass er keine Papiere, kein Feuerzeug, keine Zigaretten und schon gar kein Mobiltelefon bei sich hatte. Alles, was er bei sich trug, waren 1000 Francs. Haben Sie den Eindruck, dass in dem Auto Dinge gefunden wurden, die nicht öffentlich gemacht wurden? Ja, man hat Sachen im Auto gefunden, was nicht ungewöhnlich ist. Bei vielen Autounfällen findet man Rauschgift. Sie fanden Rauschgift, aber nicht bei dem Fahrer, sondern bei dem Beifahrer. Und wenn schon. Aber was ihnen nicht gefiel, war der Druck, der plötzlich ausgeübt wurde, damit sie es nicht veröffentlichen. Eine hochrangige Quelle aus Polizeikreisen bestätigte uns die Anschuldigungen von Patrick Chauvel in Bezug auf illegale Drogen im Auto und das Blitzerfoto. Einige Beweise scheinen verloren gegangen zu sein. Einige Beweise scheinen nicht weiter verfolgt worden zu sein. In den Akten haben wir auch dieses Foto gefunden, aufgenommen irgendwann zwischen 20 und 22 Minuten nach Mitternacht. Es gibt ein oder zwei Bilder, die offensichtlich aus den Autos aufgenommen wurden, die vor ihnen gefahren sind. Jemand muss vor dem Auto fahren, um das Bild zu machen. Vor allem, weil man Trevor Rees-Jones sieht, wie er in den Spiegel schaut. Aber ich kann nicht genau sagen, wo das Bild aufgenommen wurde. Es wurde offensichtlich irgendwo im Tunnel aufgenommen. Aber ich weiß nicht, ob es am Anfang des Tunnels ist oder in der Mitte oder kurz vor dem Unfall. Aber es wurde im Tunnel aufgenommen. Ja.
Wer dieses Foto gemacht hat, werden wir vielleicht nie erfahren. 17 Tage nach dem Unfall wurden die Paparazzi nicht mehr wegen Totschlags angeklagt, aber immer noch wegen unterlassener Hilfeleistung. Bei den Ermittlungen war festgestellt worden, dass Oripol betrunken war. Dann gab es eine weitere neue Entwicklung, die den Unfallhergang zu erklären schien. Die Polizei gab bekannt, dass sie Trümmerteile eines weißen Fiat Uno im Tunnel gefunden hatte. Das Szenario deutete darauf hin, dass der Fiat vor dem Mercedes war. Der Außenspiegel des Mercedes wurde an dieser Stelle zusammen mit Lackspuren eines anderen Fahrzeugs und Scherben eines Fiat-Rücklichts gefunden. Der Mercedes wurde gegen die rechte Wand geschleudert und dann quer in den 13. Pfeiler in der Mitte des Tunnels geschleudert. Die Polizei kündigte eine groß angelegte Suchaktion an, befragte aber nur die Besitzer weißer Fiat Unos in der Umgebung von Paris. Es führte zu nichts. Doch die Detektive von Al-Fayed hatten mehr Erfolg und spürten diesen Fiat Uno auf. Sein Rücklicht war gerade repariert worden und er gehörte einem Paparazzo. Sein Name? James Anderson. Seine Vergangenheit war noch mysteriöser als die von Oripol. James Anderson machte keinen Hehl daraus, dass er einen weißen Fiat Uno besitzt. Es gibt eine tolle Geschichte über diesen Fiat. Er hat 325.000 Kilometer zurückgelegt. Eines Tages machte ich ein paar Fotos von Giovanni Agnelli, dem Chef von Fiat, beim Schwimmen und auf seiner Yacht. Ich schoss ein paar Fotos von ihm und am nächsten Tag traf ich ihn im Hafen von Saint-Tropez. Und ich erzählte ihm, dass ich mit dem Auto 200.000 Kilometer zurückgelegt habe. Und er sagte, hey, wenn du 500.000 Kilometer gefahren bist, schenke ich dir ein neues. Ich bin mir aber unsicher, ob ich die 175.000 Kilometer noch schaffe. Während des Sommers war Diana von James Anderson fotografiert worden. Er war ein Paparazzo mit politischen Verbindungen auf höchster Ebene. Er war der offizielle Fotograf eines französischen Premierministers und mit einem anderen, Lionel Jospin, so gut befreundet, dass er mit ihm ein Motorrad teilte. Dennoch war die französische Spezialabteilung wegen seiner Vergangenheit so beunruhigt, dass sie begann, gegen ihn zu ermitteln, wie uns ein leitender Beamter verriet. Wir fanden heraus, dass er im August 1997 auf der Yacht war, auf der Diana und Al-Fayed waren. Das ist nicht normal für einen Journalisten. Und nicht nur eine Stunde oder so, sondern zwei oder drei Tage. Die Quellen sind zuverlässig. Richard Tomlinson erinnert sich an Figuren wie Anderson im MI6. Der MI6 hat einen Kader von Leuten, die ihren eigenen Beruf haben, ihr eigenes Leben. Sie können Anwälte sein, sie können alles Mögliche sein. Sie haben zufällig eine Fähigkeit, die gelegentlich für den MI6 nützlich ist. Und sie arbeiten so auf einer Art kurzfristiger Vertragsbasis. Und sie hatten einen Typen, der Fotograf war. Sein normaler Job war Paparazzo, aber gelegentlich hat er für den MI6 gearbeitet. Französische Sicherheitsdienste hatten Beweise, dass Anderson im Almat-Tunnel war. Er brüstete sich damit, dass er im Tunnel war und ein Foto gemacht hat und möglicherweise sogar die letzten Momente von Diana im Almat-Tunnel festgehalten hat. Das haben uns Personen aus seinem Umfeld erzählt. Die Witwe eines Freundes von Anderson bestätigte, dass Anderson sich ihnen gegenüber damit gebrüstet hat, am Tatort gewesen zu sein. Er sagte zu mir, er sei im Tunnel gewesen. Aber er wurde nicht von der Polizei gefasst. Dafür war er zu gerissen. James Anderson hatte wirklich eine seltene Intuition, die Kunst, Menschen zu fotografieren, die dann plötzlich starben. Die französische Spezialabteilung hatte sich für Anderson interessiert, seit sie festgestellt hatte, dass er der Letzte war, der mit Pierre Beregovoir gesprochen und ihn fotografiert hatte. Zweifellos hat James Anderson nicht allein gearbeitet und es ist wahrscheinlich, dass er von einem Team oder einem oder mehreren Sicherheitsdiensten geleitet oder manipuliert wurde. Deren Aufgabe war es, Personen in Verlegenheit zu bringen, zu schikanieren und manchmal zu eliminieren. Er hat Informationen weitergegeben.
Die Leute erzählten, dass er Kontakt zu britischen und französischen Sicherheitsdiensten hatte. Das wurde nie bewiesen, ist aber eine nicht auszuschließende Hypothese. Hinzu kommt die entsetzliche Art und Weise, wie der Mann gestorben ist. Im Juni 2000 beging Andanson offenbar Selbstmord, indem er sich in seinem Auto auf diesem Stück Land der Armee in Brand steckte. Er hinterließ keinen Abschiedsbrief. Seine Leiche wurde von französischen Kommandos gefunden. Sowohl Freunde als auch der Bestattungsunternehmer waren sehr skeptisch, dass Andanson sich wirklich umgebracht hatte. Nichts davon wurde von den französischen Behörden untersucht. Nach britischem Gesetz müssen Untersuchungen angestellt werden, wenn ein britischer Staatsbürger unter mysteriösen Umständen im Ausland zu Tode kommt. Und das war bei Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed offensichtlich der Fall. Obwohl sie schon 1997 starben, wurden bis 2004 keine Untersuchungen angestellt. Der königliche Untersuchungsrichter leitete zwei Dinge ein. Zunächst eröffnete er offiziell die Untersuchungen. Und dann ließ er Lord Stevens, den ehemaligen Polizeipräsidenten und obersten Polizisten Englands, untersuchen, wie die Franzosen den Unfall untersucht hatten. Lord Stevens reiste mit seinem Team nach Paris und bekam Zugang zu allen Unterlagen, an die Ermittler und Journalisten offensichtlich nur schwer herankamen. Und er sagte etwas kryptisch, dass bei der Untersuchung der französischen Behörden wohl etwas schiefgelaufen sei. Wir haben neue Zeugen und neue forensische Beweise. Und dann gab es 2006 neue schockierende Erkenntnisse. Alle dachten, dass Lord Stevens berichtet und der Untersuchungsrichter würde die Untersuchung offiziell einleiten. Aber dann verkündete der Untersuchungsrichter, dass die Ermittlungen in Bezug auf Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed so zeitaufwendig seien, dass er zurücktreten müsse. Wir waren also in der komischen Situation, dass es Ermittlungen geben muss, die Untersuchung auch eingeleitet wurde, wir aber niemanden haben, der sie leitet. James Andanson war nur einer der Gründe, warum Druck ausgeübt wurde, bestimmte Unregelmäßigkeiten bei der Unfalluntersuchung nicht zu untersuchen. Der erste Zeuge am Tatort wurde ignoriert und absichtlich diskreditiert. Eine ordnungsgemäße Verkehrsunfalluntersuchung wurde offenbar unterdrückt und Besitztümer des Opfers waren verschwunden. Die Autopsie des toten Fahrers war eindeutig mangelhaft, bildete jedoch die Grundlage für die Hauptschlussfolgerung, dass Trunkenheit am Steuer die Ursache war. Der Fahrer und ein weiterer wichtiger Zeuge hatten enge Verbindungen zum Geheimdienst, die jedoch nie untersucht wurden. Es mag den französischen Behörden recht gewesen sein, diesen Mann, den Fahrer Auré Paul, zu beschuldigen. Aber wir wissen, dass die wahren Ursachen für den Unfall komplexer und undurchsichtiger sind. Die Enthüllung, dass Diana einen Verkehrsunfall vorhergesagt hatte, ist ein weiterer Grund für eine Untersuchung. Es ist eine drittklassige Behandlung für eine erstklassige Tragödie. Es ist sehr schwer zu verstehen, warum sie es so schleifen lassen und immer wieder Entschuldigungen finden, wie, dass sie auf die französische Untersuchung warten. Die ist vorbei. Oder, dass sie sicher sein wollen, dass sie alle Zeugen gehört haben. Es sind immer noch die gleichen wie damals. Die Untersuchungen beginnen weder 2006, noch ist es wahrscheinlich, dass sie 2007 beginnen. Mit Glück beginnen sie 2008, also 11 Jahre nach dem Unfall im Alma-Tunnel.